Nachdem Laura im Kurs Social Media für Einsteiger die grundlegenden Begriffe des Social Media Marketings kennengelernt hat, hat sie ihr gelerntes Wissen natürlich sofort begeistert angewendet. Stolz präsentiert sie ihre geschriebenen Beiträge ihren Kollegen, die dieser neuen Idee noch skeptisch gegenüberstehen. Doch nach 2 Wochen gehen ihr die Ideen aus und sie ist sich gar nicht sicher, ob ihre Beiträge überhaupt jemanden erreichen. Ihre Kollegin hat auch ein paar Beiträge erstellt und zusammen stellen sie fest, eine klare Strategie muss her. In dem 2. Kurs von Lena Modrow, Dozentin und Social Media Beauftragte an der Fachhochschule Westküste, können die beiden lernen, wie sie eine anwenderfreundliche Social Media Strategie erstellen und etablieren können. Obwohl ihnen Begriffe wie POSM-Modell und 7-Schritte-Plan anfangs noch fremd waren, haben sie durch praxisnahe Aufgaben und interaktive Fragestellungen im Kurs schnell eine passende Strategie entwickeln können. Mit Hilfe von selbst erstellten Personas konnten sie die Strategie dann passend auf ihr Unternehmen und ihre Zielgruppe abstimmen. Doch das Feedback der Mitarbeiter ist immer noch eher verhalten. Keiner meldet sich freiwillig, um zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. Glücklicherweise bietet der Kurs auch Hilfestellung für die operative Umsetzung und Organisation im Unternehmen und so hat Laura bald ein kleines Team zusammengestellt. Voller Vorfreude stürzen sie sich erneut in die Ideenfindung und Erstellung eines Redaktionsplans, was mit einer Strategie im Hinterkopf gleich viel effizienter abläuft. Außerdem hat Laura gelernt, wie sie ihren Erfolg durch Kennzahlen messen kann und wie sie aus den Ergebnissen neue Ziele und Maßnahmen ableiten kann. Gespannt erwartet sie jetzt die Früchte ihrer Arbeit. Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann melden Sie sich jetzt gleich zur Teilnahme an. Unser gesamtes Kursangebot finden Sie unter www.oncampus.de/t40.